Ein Gedenkstein am Standort des ehemaligen Weigelschen Hauses erinnert heute noch an das Leben und Wirken Erhard Weigels. Um den Leistungen des Astronomen und Mathematikers weiterhin Tribut zu zollen, soll jetzt zu seinen Ehren eine Tafel in Jena aufgehängt werden. Immerhin hat Weigel viel für die Wissenschaft und die Saalestadt geleistet. Er hat die Universität zu ihrer Blütezeit in der Barockzeit verholfen, indem er mit seiner begeisternden Art und Weise mehr und mehr Studenten in seine Vorlesungen lockte, sodass sich die Studentenzahlen mehr als verdoppelten. Erhard Weigel trat mit diplomatischen Bemühungen für die Vereinheitlichung der Kalenderreform ein. Es galt in der protestantischen Welt noch der veraltete julianische Kalender, in der katholischen Welt schon der reformierte gregorianische Kalender. Und Erhard Weigel war mit europaweiten Reisen darum bemüht, diesen Kalender in ganz Europa verbindlich einzusetzen. Erhard Weigel kam 1652 als Professor für Mathematik und Astronomie an die Friedrich-Schiller-Universität. Hier wurde er zu einem der größten Naturwissenschaftler seiner Zeit. Weigel sah es als eine seiner wichtigsten Aufgaben an, Erfindungen zu machen. Das Weigelsche Haus, das 1898 abgerissen wurde, gehört zu den 7 Wundern Jenas. Der Wissenschaftler hatte es mit einigen technischen Neuerungen ausgestattet, wie einem Aufzug nach dem Flaschenzugprinzip und einer Weinleitung aus dem Keller. Weigel war somit nicht nur ein bedeutender Astronom, sondern ein Universalgelehrter. Weigels Ehrentafel wird am Freitag im Rahmen der jährlichen bundesweiten Fortbildungsveranstaltung für Astronomielehrer enthüllt. Also wir werden am Wochenende ab Donnerstagmittag für die Lehrer und Schüler hier in Jena eine bundesweite Lehrerfortbildung im Fach Astronomie veranstalten. Und zu dieser Veranstaltung haben wir Lehrkräfte eingeladen, die im weitesten Sinne Astronomie unterrichten. In den Schulen, in den Planetarien, als Leiter von Arbeitsgemeinschaften. Und da haben sich insgesamt 125 Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet angesagt, Studenten und Schüler eingeschlossen. Es sind Vorträge von Lehrern für Lehrer dabei. Und es sind aber auch welche dabei, die von Mitarbeitern von Max-Planck-Instituten und anderen Einrichtungen, wo astronomische Forschung betrieben wird, gehalten werden, um der Weiterbildung der Kolleginnen und Kollegen im Fach zu dienen. Die Ehrentafel soll am Collegium Jenense ihren Platz finden. Dort hat Weigel einen Großteil seines Lebens gewohnt, gelehrt und astronomische Beobachtungen durchgeführt.